Trennhof, da liegt genau 2 cm vor Gauls Tor, da ist es frei. Super. Ja, hier, die andere hier. Ein paar Steine, was ist denn? Wacken wird, dass ich wegfliege. Ich denke mal, hier kann man auch weiter. Weiter. Ich weiß nicht, ob er vor dem Weg noch einen Winkel reingemacht hat. Ja, ganz schön, also ganz schön dem Gerät jetzt. Gut, da kriegst du jetzt hin ab und hier einen Gegenstand findet auf dem Feld. Das kann er ja. Das ist man dann was. Super, das sucht ihn in. Also frei. Also der Dieter, da hat die Kamera so hoch eingestellt, sonst würde auf den Zehenspitzen stehen. Der ist wieder. Nein, so nicht. So, rechter Winkel. Wunderbar, geklappt. Super. Ich hatte ganz schön ein Stück jetzt gefühlt, ne? Wie viel Schalli? Ich weiß gar nicht, wie viele Meter das sind.
in der einen. Ganz wichtiger ist es. Einen freiwilligen Gegenstand. Und weiter geht's. Das ist Gold, das ist wirklich. Ich hätte da eigentlich jetzt für einen Sonntag kein Bedenken. Es sei denn, ich bin noch andere da. Mit ihren Hunden aus dem Weg spazieren zu gehen und haben dort schon wieder irgendwie, während die Pferde liegt, da drin rumgelatscht oder so, aber ich sehe eigentlich bei uns gar kein Problem. So, das war jetzt wieder ein rechter Winkel. Jetzt geht es noch einmal auf dem Weg drauf zu. Und ich denke mal, wenn er den dann überquert hat, ist irgendwann in den nächsten paar Metern Ende angesagt. Weil dann hat er ja wirklich super gut gesucht. Das Schwierige ist ja eben, wie gesagt, dass wenn er auf dem Weg anfängt zu stöbern, dass er sich nicht so verheddert, dass er dann auf der anderen Seite die Pferde nicht wieder aufnehmen kann. Aber ich würde, wir können das schon hin am Tag. Ich wurde gerade vier Jahre groß oder drei. Vier geworden. Drei. Thank you.